Hallo Freunde und herzlich willkommen. Wie versprochen habe ich mich hingesetzt und mache für euch ein HTML-Editor-Video. Ich hoffe, ihr habt euch alle auf Facebook den HTML-Editor runtergeladen und schon installiert. Wäre nämlich ganz praktisch. Ja, wenn nicht, dann macht das bitte noch und dann soll es auch klappen. So, wenn ihr den installiert habt, dann macht am besten auf dem Desktop hier so einen neuen Ordner, also Rechtsklick, neuer Ordner und dann speichert ihr das Ganze dann immer da rein. So, dann öffnen wir den HTML-Editor. Dann habt ihr hier diese leere Seite. So, und wenn ihr den Zettel von Frau Schulz habt, dann seht ihr, dass wir da 5 Seiten erstellen müssen. Und zwar machen wir das jetzt Schritt für Schritt. Das erste Dokument ist das Index-Dokument. So, das ist aber kein richtiges Dokument, weil das ist der Frame. Und dann schreibt ihr hier Index rein und dann Frame. Und dann nehmt ihr den dritten Frame, weil das der ist, den Frau Schulz vorgegeben hat. So, dann auf also übernehmen und dann habt ihr hier den Index-Frame. Das ist das gleiche, das ist ungefähr das gleiche, was auf dem Zettel steht. Dann wisst ihr ja auch, dass ihr dann halt ja, richtig seid. So, das Ganze machen wir dann speichern, Datei speichern unter und dann wählt ihr den Ordner, den ihr auf dem Desktop erstellt habt. Und da speichert ihr das Ganze dann rein. So, das habe ich ja schon gemacht, deswegen habe ich jetzt abgespeichert. So, dann haben wir jetzt schon mal den Rahmen. Jetzt brauchen wir noch ein neues Dokument, das dann oben heißt und dann nicht auf Frame, sondern auf Übernehmen gehen. Das machen wir dann. Und wieder abspeichern. Dann noch ein neues Dokument. Das nennen wir dann Links. Dann wieder übernehmen, abspeichern und neues Dokument. Und das ist dann das Main-Dokument. So, übernehmen, abspeichern und wir sehen hier rechts haben wir jetzt Index, Links, Main und oben. Und wir brauchen noch eine Datei. Die Textdatei, wo wir hinterher was reinschreiben oder ein Foto einfügen. So, die nennen wir dann auch Text und gehen auf Übernehmen. So, und dann wieder auf Abspeichern. Dann haben wir alle 5 Textdokumente, die wir haben wollen. So, das erste, was wir machen, wir gehen auf oben. Und oben ist in Zeile 9 ist frei. Da schreiben wir jetzt rein, willkommen, schreiben wir da rein. So, und dann speichern wir natürlich wieder ab. Dann gehen wir noch auf Main und schreiben da rein, dass ist Main. Dann speichern wir das auch wieder ab und bei ja, Text schreiben wir einmal rein, das ist Text. So. Dann speichern wir alles ab, gehen auf Index und drücken auf F9, um uns eine Vorschau der Internetseite zu machen. So, das ist der Index, das ist der Rahmen, das ist praktisch der Frame. Wir sehen, wir haben hier oben, da haben wir das Willkommen reingeschrieben und das Willkommen ist hier aufgetaucht. Das ist die Main-Seite, also quasi die Hauptseite, also die zentrale Seite. Und da haben wir reingeschrieben, das ist Main, die ist hier auch aufgetaucht. Das Einzige, wo noch nichts drin steht, ist Links. Und Links, da kommen halt die Links rein. In dem Fall ist das der Link zur Textseite, also der Befehl, der die Textseite öffnet. So, dann gehen wir hier auf Links und wir sehen, in Zeile 9 ist auch wieder frei. Und das lassen wir auch so und gehen oben auf Einfügen, Hyperlink. So, dann hat sich hier jetzt dieses Stück hier hat sich jetzt erstellt. Und zwischen diese Anführungszeichen schreiben wir halt die Textseite. Und die heißt ja bei uns Text.html. Und das war es auch schon. So, dann geht ihr neben die, also rechts ein weiter mit der Taste, drückt die Leertaste und dann öffnet sich die Hotkey-Taste. So, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen ja, dass sich diese Seite anstatt der Main-Seite öffnet. Und dann gehen wir hier unten auf Target, da klicken wir drauf und bekommen wieder einen Befehl mit Anführungszeichen. Und da, zwischen die Anführungszeichen, schreiben wir Main. So, und dann öffnet sich die Seite bei Main. Dann sind wir so gut wie fertig. Dann habt ihr hier noch ein Stückchen weiter rechts, diese beiden Pfeile, die ineinander zeigen. Und da könnt ihr reinschreiben, wie der Link heißen soll. Der muss jetzt nicht Text heißen, der kann jetzt zum Beispiel auch Schule heißen. Oder Affe, Giraffe, was weiß ich. Ich nenne das jetzt einfach mal Schule und schreibe da Schule rein. So, wenn ihr das gemacht habt, wieder abspeichern, weil das ist das Wichtigste, abspeichern, sonst funktioniert die ganze Scheiße nicht. Dann geht ihr auf Index, auf F9 und wir sehen, willkommen. Das ist Main und hier rechts ist der Link Schule. Wenn wir da draufklicken, dann sollte sich hier das ist Text öffnen. So, und das passiert auch. Seht ihr? Das hat sich geändert in das ist Text und vorher war da ja das ist Main.
So, damit ist die Internetseite auch schon quasi fertig. Was könnte Frau Schulz noch verlangen? Sie könnte zum Beispiel verlangen, dass das Willkommen mittig ist und groß. Das ist super einfach. Ihr geht einfach wieder, macht das zu, geht auf oben und markiert das Willkommen. So, dann geht ihr hoch und hier oben steht Textformat und geht auf mittig, also hier zentriert. So, dann hat sich hier ein Befehl geöffnet, der sich um das Willkommen geschlossen hat. Und dann ist das auch mittig. So, dann markiert ihr das nochmal und dann geht ihr oben in der oberen, ganz oben in der Leiste auf Schrift und Schriftgröße und dann am größten. Dann sofort wieder abspeichern. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil ich kann nur 10-Minuten-Videos abspeichern. Ich habe schon wieder 5 Minuten schon wieder gequasselt. So, dann geht ihr wieder auf Index, drückt auf F9 und wir sehen, das Willkommen ist richtig schön groß geworden. So, was könnte sie noch verlangen? Sie könnte verlangen, dass zum Beispiel die Hintergrundfarbe von oben oder von Main eine andere ist. Und das ist dieser Befehl hier, Background, BG Color. Und das macht ihr einfach, da macht ihr einfach das, was braun ist, macht ihr einfach weg. Oder wenn es eine andere Farbe, kann auch eine andere Farbe haben, außer Blau. Und dann sucht ihr hier oben einfach eine schöne Farbe aus. Ich nehme mal dieses kräftige Orange, da klicke ich einmal links drauf. Und hier rechts ist aktuelle Farbe, ausgewählte Farbe und dann seht ihr dieses Orange. Dann drückt ihr auf Einfügen, dann fügt sich das automatisch hier unten ein. Einmal abspeichern, Index gehen, F9 und wir sehen, dass das hier schön orange ist mit Schwarz und so. Sehr schön. Was könnte sie noch verlangen? Sie könnte verlangen, dass auf der Textseite noch ein Foto zu sehen ist. Das ist auch relativ einfach. Ihr geht einfach auf Google zum Beispiel und ich habe jetzt einfach nur HSV gegoogelt und habe einfach ein Bild rausgesucht. So, wenn ihr das in Großformat habt, dann geht ihr auf Rechtsklick, Grafik speichern unter, speichert das in dem Ordner, in dem ihr auch eure Dateien gespeichert habt. So. So, wenn ihr das gemacht habt, dann so, dann geht ihr wieder zurück und guckt hier rechts und ihr seht, dass das Bild nicht aufgetaucht ist. Dann geht ihr einmal aus dem Ordner raus, geht wieder rein und dann ist das Bild auch aufgetaucht. Das Bild zieht ihr einfach in die nächste Zeile rein und dann ist hier schon der Link zum Bild. Dann könnt ihr das Ganze nochmal markieren und auf Zentrieren drücken, damit es auch ein bisschen mittig ist. So, einmal abspeichern. Dann geht ihr wieder auf Index, wieder auf F9. Dann haben wir wieder die Startseite, das ist Main, links ist Schule und das Bild ist auch aufgetaucht. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ich zu schnell geredet habe, dann liegt das wirklich daran, dass ich nur diese 10 Minuten Video hochladen kann. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ansonsten guckt euch das Video 4-5 Mal an und ich hoffe, ihr seid dann gut auf die Klausur vorbereitet und habt ein bisschen mehr Durchblick als die Zettel. Und ich freue mich und viel Spaß damit. Dankeschön.